Hoppala. So, dann werden wir mal weiterschauen, was uns jetzt hier wieder erwartet. Tja, wie geht's denn hier weiter? Da hoch? Moment, hier stand doch. Ich weiß nicht. Müssen wir da lang? Nee, also hier ging's nicht weiter. Oh, Elena steht da drüben. Ach, hier geht's weiter. Da ist er! Oha. Du bist schon tot! Das sehe ich aber nicht so. Ja, bist du tot? Ach, du grüne Name. Ach so. Ups. Ah, wir öffnen hier ein Tor. Zum Turm. Alles klar? Na gut, dann fahren wir mal wieder eine Runde mit unserem Jetski. Oh nein. Erledige sie, Elena! Ja, mach sie kaputt! So, ich glaube, jetzt haben wir freie Fahrt, ne? Die Frage nur, wie weit? Wie lange? Aui! Na nun los hier! Upsala! Wieder ein Haufen Fässer hier? Schon echt fett aus, wenn die Dinger hier hochgehen. Den haben wir. Wie geil. So, auch da wird gemetzelt. Ah, ich muss hier mal ein bisschen hin und her gucken. Oh. Oh. Na dann. Die verstecken sich aber auch wirklich überall hier, die Kollegen. Strolche, alles Strolche. Oh, oh, da? Nee, noch nicht weg. Da ist auch noch einer. Oh, und das hier sind Granatentyp. So, dann haben wir hier auch ordentlich aufgeräumt. Hoffe ich doch. Wollen wir sicherheitshalber hier die Fässer wieder wegmachen. Dass wir hier noch zufälligerweise irgendwo reinrasen. Tja, wo geht's jetzt weiter? Weiß es nicht. Seltsam. Ah, hier sind so Gegengewichte. Ah ja. Das macht natürlich Sinn. Schon kommt man natürlich durch das Tor. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Und wieder verdrückt sie sich.
Das ist eine Maus. Oh, das ist noch nicht weg. Bam, bam, bam. Na. Und das wird schon wieder geschossen. Oh. Das ist ein richtiges Schießspiel. Ich sehe gar keinen. Mal eine Granate rüberwerfen. Ich sehe überhaupt nicht durch das ganze Grünzeug, ob ich da überhaupt irgendjemanden treffe. Na komm, mal gucken hier. Hm. Habe ich jetzt jemanden? Die Musik wird leiser. Ich nehme an, ja. Dass wir das geschafft haben. Dann müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Waffen wechseln hier. Ah, hier gibt es wieder eine Granate. Noch eine. Munition. Ja, dann können wir, glaube ich, jetzt diesmal die Schrotflinte mitnehmen, weil wir haben eh nichts anderes. Eine Runde planschen. Oh, und schon geht's hier los. Oh, Scheibenkleister. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja... Ah, das gibt's ja gar nicht. Die wollen's aber wirklich wissen hier, wa? Ja, auf die Entfernung hier mit der Klemm... Treffen ist natürlich ohne. Oh, der legt sich sogar hin. Jawohl. Da ist noch jemand. Ach, du scheint. Nee, also dann müssen wir den nochmal weg. Ich glaube, jetzt sind wir gleich hin. Jetzt sind wir gleich hin. Das ist nicht einfach hier. Keine richtige Deckung habe da. Sauber durch die Stirn, Arm. Ja, das probiere ich mal sauber durch die Stirn, aber... Das ist natürlich ein bisschen weit weg. Der ist weg. Der auch. Junge, Junge, Junge. Also über zu wenig Action können wir uns ja eigentlich wirklich nicht beschweren. Da geht es ja auch ordentlich zur Sache immer. Finde ich jedenfalls. Unter den Sammlern. Da liegt natürlich wieder... Ach, ich habe bloß immer so wenig Schuss. Das finde ich immer ein bisschen schade. Die machen ja ordentlich Damage, die West und aber auch die Schrotflinte. Aber man kommt eben halt entweder von der Feuerrate nicht... So hinterher. Oder hat eben auch wenig Schuss, ne? Boah.
Ich hätte ihn fast gehabt. Um Himmels Willen. In Ordnung. Oh, das so wird die Rede. Hallo? Ich glaube nicht, dass das der letzte war. Wo der auch mal gerade herkommt. Oh. Da ist wieder jemand mit Granatenwerfern. So, der nimmt Flugstunden. Und der Tanzunterricht. Wo war doch hier jemand mit Granatwerfer? Der hat doch wieder auf uns geschossen. Na komm her, komm. Aha. Oh, und das piept so schön in den Ohren. Ist das krass. Oh, der muss hier irgendwo. Da ist er! Da ist er, genau. Den haben wir. Oh, kurz nachladen. Ja. Ich hab Scheiße! Vorsicht! Ach, der ist ja immer noch hier vorne. Freunde. Los geht's. Ich hätte ihn fast gehabt. Ja, aber nur fast. Ah, da ist aber der Turm, wa? So, und dann kannst du da mal. Oh, der schmeißt gleich eine zurück. In Ordnung. Das hilft ja. So. Oh, nachladen. So, fall um. Du bist schon tot, Angie. Na toll. Na toll, genau. Oh, da kommen gleich die nächsten Bakalunen. Gleich so viel wieder. Ja, Kopfschuss macht Sinn. Spart auf alle Fälle ordentlich Munition. Haha, der hat hier die Granate fallen lassen. Haben wir genau im richtigen Moment geschossen. Das ist natürlich vom Vorteil. Wenn die sich mit ihren eigenen Granaten ins Jenseits befördern. Ah, hier ist hier so ein M79 Granatwerfer. Ich weiß noch nicht, ob wir den mitnehmen sollten. Es kommt halt immer darauf an, was uns erwartet. Und ich habe da leider keine Ahnung. Aber die nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Granätchen? So, hier mal das Territorium. Territorium nochmal schön untersuchen. Finde ich noch irgendwo ein kleines Schätzchen liegt. Was hat der Kollege noch in der Hand? Ah ja, okay. Gut, also ich glaube, hier ist erstmal nichts zu finden. Doch, da hinten blinkt noch was. Da. Ach, ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Goldenes Fischamulett. 19 Schätze. Würde eigentlich gerne mal wissen, wie viel wir eigentlich schon verpasst haben. Also an Schätzen. Obwohl ich meines Erachtens ja doch recht. Ja, oh, na toll.
Du Hund, du. Pam! Da kam der hier aus der Seitengasse. Der wirklich auf uns gewartet. Ja, nochmal zurück. Ich, wie gesagt, ich bin natürlich gespannt, wie viele Schätze wir im Endeffekt dann nach dem Stildurchlauf haben werden. Ich bin eigentlich der Meinung, wir haben recht. Da war er! Recht ordentlich immer geguckt. So. Eine Kette. Das sieht bestimmt nach einer ordentlichen Kletterpartie jetzt aus. Mhm. Ah, ich glaube, wir müssen hier eventuell, oder? Doch. Mal die Kette auf die andere Seite machen. Okay, da sind wieder weiße Stellen oder so hellere Stellen, die uns anzeigen, da können wir irgendwie klettern. Rechts, links lang gehen beide Möglichkeiten, wie es ausschaut. Okay. Noch einer. Noch einer, ja. Kommen wir da jetzt rüber? Ich weiß das gar nicht. Müssen wir hier noch irgendwas richten? Nur eins weiß ich. Runterfallen sollten wir nicht. Sag das gerade noch. Runterfallen sollten wir eigentlich nicht. Naja. Ja, und nu? Ach da, das hat man im Sonnenlicht gar nicht so richtig gesehen, dass hier eine hellere Stelle ist. Da war doch ein Schatten. Habe ich doch richtig gesehen gehabt. So ein Treppenhaus würde der deutsche TÜV wahrscheinlich nicht abnehmen hier. Okay, das ist
ist das Kabel, was wir von unten gesehen haben. Los geht's. Nun zick mal nicht gleich rum, du alte Pusche. Mann, gibt's doch gar nicht. Ich komme schon. Hier müssen wir wohl wieder das Schloss wegschießen. Geh mal weg! Na gut, jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Das Zollhaus. Oh, da blinkt's. Ist da wieder ein Schatz? Oh, ein Schatz. Eine juwelenbesetzte Goldbrosche. Oh, und kompetenter Schatzjäger sind wir auch geworden. Ja, damit haben wir auch irgendwelche Belohnungen freigeschalten. Das könnten wir uns bei Gelegenheit ja auch alles mal angucken. Hier also auch noch mal kurz um, ob hier irgendwo was blinkt. Aber ich sehe nichts. Haha, das was uns im nächsten Raum erwartet, das siehst du erst morgen. Und das auch nur, wenn du wieder einschaltest. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin euer Marvoli und sag ciao ciao.